So, und da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Und wir nähern uns unserem Ziel. Hoffentlich. Hoffentlich nicht mehr lange laufen. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen wir uns einfach hin. Ich schnapp mir nur das Zeug hier. Aktive Konsole enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen, stabile Hormon-Muttergene, Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Wir werden Malon nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Lois, weiter. Ich finde auch komisch die Aussprache. Weil die eben hat Genophage gesagt und wir sagen Genophage. Tota Corgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein, ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. Muss es selbst sehen. Muss begutachten. Muss betrachten. Es als notwendig akzeptieren. Das kleine Bild sehen. Mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Marvin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Corgana, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladen, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wenn Sie so sehr in sich gehen müssen, um darüber hinwegzukommen, war die Genophage vielleicht doch ein Fehler. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, organische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Kroganer. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Kroganern, alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Kroganern retten, Kroganer vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Kroganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Kroganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht. Kampf hätte Tuchanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte.
also bereit, eine ganze Spezies auf der Basis einiger weniger Simulationen zu sterilisieren? Ja, Millionen von Daten lagen vor, jahrelange Diskussionen, zahllose Szenarien. Alle hielten Zersplitterung der Kroganer für gefährlich. Keine vereinte Kultur zur Stützung der Wiederbevölkerung. Es hätte Krieg gegeben. Kurianer und Menschen hätten Kroganer endgültig vernichtet. Genophage war besser. Hat Leben gerettet. Sehen Sie sich die tote Frau an, Morden. Die haben Sie wohl nicht gerettet. Nein, sieht nicht so aus. Habe mit verfügbaren Daten gearbeitet. Einzige Option. Sonst keine mögliche... ist nicht mehr wichtig. Naja. Das nehme ich mit. Oh, noch mehr. Wo lang? Vielleicht hier? Ich lasse ihn da einfach sitzen. Aber nur für 1500, ey, das ist ja gar nichts. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack, kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Erdnacht. Warlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Der Commander der Kundschafter hat uns angewiesen, nach ihnen zu suchen. Wir haben die Wachen ausgeschaltet. Gehen Sie zurück nach Erdnacht. Die Wellock haben was mit mir gemacht. Drogen. Spritz. Sie sagten, ich bringe ein Opfer zum Wohle aller Kroganer. Experimente, um die Genophage zu heilen. Ich sehe alles verschwommen. Kann kaum denken. Muss hier bleiben. Morden, können Sie ihn wieder auf die Füße stellen? Mit Stems vielleicht? Irgendwas, das sein Immunsystem auf Touren bringt? Verstehen. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Ihr Ego ist angeschlagen. Sie wurden gefangen genommen und geschlagen. Darum reden Sie sich ein, es diene einer wichtigen Sache. Das ist nicht wahr. Ich muss bleiben. Sie werden uns alle heilen. Sie sind kein echter Kroganer. Wenn ein echter Kroganer niedergeschlagen wird, steht er wieder auf. Bin ich doch. Ich bin jedes Mal wieder aufgestanden, wenn Sie mich niedergeschlagen haben. So oft. Sie liegen da wie ein Vorcha, der sich im Schlamm suhlt. Wollen Sie weiter nur rumliegen, Vorcha? Vorsicht, Mensch. Sowas sagt keiner zu mir. Niemand hält mich am Boden. Nein, das schafft keiner. Und jetzt zurück zum Erdnacht-Clan. Bericht erstatten. Los, los. Voran! Gut gemacht. Zum Glück ist das Subjekt wahrscheinlich nicht ansteckend. Ja, da haben wir wieder was geschafft. Shepard, ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte...
das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Genug Zeit, mich hier aufzuladen, ey. Da ist was. Okay, gut. Zu schnell. Bereit machen. Das ist nur eine zerbrechliche Kiste, das wird die wahrscheinlich nicht explodieren. Ja, kann nicht jeder von sich behaupten, Kogana im Nahkampf zu töten. Gut, ich schon. Weg mit dir. Weg mit dir. Nix Warlord hier, ey. Müssen wir da weiter? Da kam der her. Werde ich erstmal hier lang gehen, vielleicht. Copyright, Copyright, Tor, Tor, Y, Y, Batterie, Batterie, Beyblade, Beyblade. So, und jetzt holen wir den hier raus. Kann hier ja nicht ewig rumsitzen. Irgendwas mit was Grünem drin hier. Was das wohl ist? Das ist Munition für schwere Waffen. Oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal.
Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen, die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war Ihr Schüler. Ich habe zu Ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Malon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein. Diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern. Und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Der soll weitermachen. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit, aber dennoch ist sie wertvoll. Aber wenn Sie sie für nützlich halten, warum sie dann nicht behalten? Jahrelang an Modifizierung gearbeitet, sollte alles zerstören. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Korgana, Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Sie bedauern, was aus den Korganern geworden ist. Sie sehen die Schrecken, die sie hier verursacht haben, aber sie sehen auch den Verlust. Verschwendetes Potenzial. Das verdienen Sie nicht, Morden. Retten Sie die Daten. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können T'Chanka verlassen. Irgendwo hingehen, wo vielleicht die Sonne scheint. Ich möchte mich noch ein wenig umsehen. Ich hack hier noch eben. Ich muss hier aber sowieso noch mal hin, weil ich das die Missionen ja noch abgeben muss. So, jetzt habe ich 4 für die Brandmunition. Ich werde das obere nehmen und irgendwann, wenn jemand von meiner Crew Inferno-Munition komplett geskillt hat, wird er das untere nehmen, damit ich immer Inferno drauf habe und meine Leute auch.
Ja, du kriegst den dritten Bestäubungsschuss. Du kriegst das hier. Okay. Dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.